Willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Asylum. Yeah! Hallo! So, wir sind in der Betthöhle, haben hier den Batclaw und können oder müssen jetzt wieder hoch durch die Kanalisation. Und das tun wir, würde ich sagen. Wir verlassen die Betthöhle wieder. Hier gibt es noch nichts oder nichts weiteres zu machen. Wir können gerade nicht mehr machen. Ich brauche immer noch die Scale anscheinend, was da rumspritzt. Also vermutlich, keine Ahnung. Jetzt können wir die Dinger aufmachen. Haben wir schon sehr oft die Dinger hier gesehen. Bin ich ja öfters verzweifelt. Weil die einfach so in der Wand hängen. Und jetzt kann ich Sachen, ein paar Sachen sammeln, die ich vorher nicht sammeln konnte. Oh, da ist jemand. Sechs Gegner gerade. Hat es länger gedauert, ihn zu finden, als du gedacht hattest. Ja. Tschüss. Oh, es könnte sein, dass kurz leckt bei mir. Keine Ahnung warum. Oh, lecky, lecky. Warum leckt er jetzt wieder? Hat so gut geklappt. Ist hier irgendwas? Ne? Ja, aber im Moment geht's ja gerade. Wenn es ein bisschen ruckelt wieder, tut mir leid. So, da können wir lang. Da ist eine Witter. Können wir die Witter-Trophäe auch nehmen? Warum nicht? Schwimme ich da runter? Warum können wir die nicht sehen? Können wir irgendwie darüber? Hä? Dann komm. Habe ich es noch geschafft? Aber ich bin auf der anderen Seite, verstehe ich nicht warum. Schade. Die können wir nicht nehmen. Komme ich auch noch nicht rüber irgendwie? Weiß ich noch nicht. Wo kam ich denn jetzt? Da können wir auch noch nicht hin. Da gibt es wieder viel zu machen, was ihr noch nicht machen könnt. Wieso sind AC? Okay. Oh. Ich will das mal mit C probieren. Nicht mit X. Oh, ich hab schon wieder aus Versehen da weggeklickt. Tut mir leid. So. Alter. Lass mich extrem hier treffen von dem. So, nein, Alter, das ist geil. Mit C hier auch. So. Bleib direkt liegen. Oh, sind ja noch da. Halt's Maul. Können wir nicht das Ding nehmen dann? Habe ich das? Ne, ich habe das Ding weggezogen, oder? Von ihm. Ja gut, hätte man besser machen können. Aber nun gut. Da können wir weiter. Das holen wir uns natürlich. Tonband nehmen? Ah, Tonband. Ist er schon da? Er? Soll das ein Scherz sein? Das Ding ist kein Mensch. Mein Gott! Hallo. Mein Name ist Dr. Gretchen Whistler. Können Sie mich hören? Ja, ich höre dich, du Schlampe. Wann gibt's Abendessen? Ich krieg langsam Hunger. Oh, das war schon. Okay. Oh, wir haben hier neue Leute. Ach ja, stimmt. Dr. Young. Okay. Oh, das erste Mal hier in dem Spiel. Okay, nice, nice. Das war ein kurzes Tonband. Normal sind wir immer ein bisschen länger. Das können wir wegziehen. Ah, ich muss sehr oft mit Leertaste irgendwas machen. Das nervt ein bisschen. Weil, es ist sehr laut. So. Diese Trophäe war ein Test. Gut gemacht. Du bist ein Test. Du hast den niedrigsten Grad erreicht. Moment, was waren jetzt eigentlich, da oben drin? Ich habe mich noch mehr mit Dr. Young beschäftigt. Ihren Bankauszügen zufolge gab es verschiedene Zahlungen. Von April bis vor 2 Monaten. Dann nichts mehr. Die Zahlungen kamen von einer Firma, die einem Mr. Jack White gehört. Einer von Jokers ältesten Aliasnamen. Also bezahlt Joker Dr. Young dafür, ihm eine Armee zu schaffen, und plötzlich hört er auf damit. Das ergibt keinen Sinn. Okay, ich weiß jetzt nicht, wo es lang geht. Hier gibt es auf jeden Fall noch diese Zähne. Alter. Danke. Jetzt bestimmt zu. Tür öffnen? Hä?
Da hinten steht Danger, Keep Out oder so hat er gestanden. Da können wir auch lang. Moment, ich gucke einfach mal auf der Karte. Okay. Ich muss da sogar lang, also da hinten. Ich gehe aber durchs Loch hier. Wir wissen, was da ist. Nix, alles klar. Hätte ich ja vorher sehen können. Ja gut, dann gehen wir da mal rein. Keine Ahnung warum. Oh, ist der jetzt. Oh, Alter. Ich werde dich finden und dein Fleisch wie Papier zerreißen. Alles klar, Killer Quark. Gut, da will ich, um ehrlich zu sein, noch gar nicht lang. Ich gehe doch lieber hier lang. Muss ich ja auch. Oh, hätte die Trophäe hat mir hier durchgesehen. Durch das Loch. Da hätte ich jetzt fast verpasst. Aber ich habe wahrscheinlich eh schon ein paar Dinger verpasst, die ich schon einsammeln hätte können. Gut, in der, auf der Hauptinsel, da habe ich mich ja noch nicht komplett umgesehen. Also das könnt ihr nicht zählen, werten. Oh, hier gibt's auch einiges zu machen. Aber man merkt, ich gehe ja jetzt wieder zurück. Ja gut, hier war ich ja noch nicht, aber ich gehe jetzt wieder zurück halt und wo wir schon waren und dann kann ich da ein paar Sachen einsammeln. Es ist ein Hin und Her. Ein Rätsel hat viele Seiten, aber... Was? Was? Wo war das Rätsel jetzt? Rätsel hat viele Seiten, aber nur einige sind sichtbar. Okay. Keine weggeortet. Das habe ich lange nicht mehr gemacht. Eigentlich ist das nice hier. Ich mache das auch. Oh, bin ich fertig mit dem Spiel, werde ich das wahrscheinlich auch für mich so spielen. Habe ich voll Bock drauf. Aber für hier wird es lang dauern. Da war noch eine Whittler-Trophäe. Sehe ich da oben. Ah, da war noch einer. Okay, zwei habe ich gesehen. Hey, das ist komisch. Die Zahlungen auf Dr. Youngs Konto haben nicht direkt aufgehört. Sie wurden abgelehnt. Dr. Young hat ihr Konto sperren lassen. Sieht aus, als ob sie sich's anders überlegt hat. Sie hat versucht, die Zahlungen zu blockieren. Joker mag nicht, wenn seine Partner versuchen, auszusteigen. Also hat er sich entschlossen, nach Arkham zurückzukehren, seine Formel zu finden und die Armee selbst zu erschaffen. Genau. Okay, läuft bei Joker. Warum kann ich da mich nicht hochziehen? Das verstehe ich nicht. Hm. Okay, die zwei Trophäen kann ich jetzt nicht sammeln. Was muss ich hier machen? Hier gibt es auf jeden Fall ein Rätsel. Ich habe Ihren E-Mail-Account geknackt. Zwei E-Mails sind auffällig. Die erste ist ein Kündigungsbrief von letzter Woche. Sieht aus, als ob sie versucht hat, wegzukommen. Und die zweite? Eine Nachricht von Joker. Jack White. Nein. Es ist ein langes Hin und Her. Sie bittet darum, das Experiment zu stoppen, weil es gefährlich wäre. Er hört nicht drauf. Mal sehen. Abwechselnde Drohungen an ihre Familie, ein paar schlechte Scherze, ein Bild eines toten Babys und eine Drohung. Und weiter? Er sagt, ich werde dich holen. Ich will das, wofür ich bezahlt habe. Dann noch so ein Witz über Rollstühle. Reizend. Ja. Und so eine Zeichnung von so einem Esel. Dann ist klar, warum sie solche Angst hat. Ich komme an die Oberfläche. Ich finde sie. Okay. Wir haben eine Figur freigeschaltet, Bane. Ich glaube, im Hauptmenü kann man sich so Figuren anschauen. Kann ich jetzt aber gerade nicht zeigen. Muss jetzt erstmal hier den Weg finden. Also hätte ich mein Multi-Dings rausholen können. Habe extra so ein Ding. Aber ich glaube, ich bin hier richtig. Oh, wie sieht das denn hier aus? Nice! Speichern, okay, das scheint gut richtig zu sein. Lösung teilweise entdeckt. Warum? Ich habe mir gedacht, dass das irgendwie da oben. Vielleicht muss ich hören. Oder ist nicht ganz drauf. Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Aber anscheinend scheine ich ja richtig zu sein. Oh. Kein Objekt geortet.
Lösung teilweise entdeckt, alles klar. Gut, die haben wir gesehen, die Trophäe. Ha, ich hätte es nur einfacher machen können, wenn ich es auf die Kanalfledermaus herausfordern. Autos geschnallt hätte. Okay. Oh. Oh. Wenn ich da jetzt runterfalle. Ist auch kacke. Muss da irgendwo drauf und mich dann runter und dann runterspringen irgendwie. Muss weiter hoch, ne? Ja. Da könnte ich mich auch reinfallen lassen, ne? Ja, wie hier. Das kann ich sogar echt machen. Soll ich das machen? War ja nicht so ein Zahn, ah ja. So. Ah, da müssen wir auch weiter. Hä? Ich dachte, ich war hier auf der Seite. Oh ne. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hä, warum kann ich mich dann nicht mit F eigentlich? Versteh's manchmal nicht. Da ist bestimmt irgendwas drin. Ich will das mal sehen. Nein! Entkommen. Gerade noch so. Wo bin ich jetzt? Wo bin ich denn? Ach, da. Hä? Ah ja, gut, ich bin ja ganz oben gewesen. Hä, wie komme ich denn da bitte hin? Lösung teilweise entdeckt. Ah ja, ich muss wahrscheinlich dann von oben runterspringen. Moment, das war doch hier unter mir, oder? Ah, scheiße. Oh nee, jetzt bin ich wieder so weit unten. Oh Gott, ist das bitter. Oh Gott, ich bin wieder ganz unten. Ach du Scheiße. Für die Kacke hier, die ich da sammeln will. Oh, Mann, oh. Ja, hey, wofür geht's denn jetzt weiter hier? Hey, bin ich dumm? Hey, wo bin ich jetzt hier? Ich bin wieder ganz am Anfang, ne? Ah, ich komme da rüber, oder? Da noch irgendwas? Nein. Oh Mann, ich war doch schon ganz oben. Hä, wo geht's denn bitte hier lang? Oh. Ich bin gerade total verwirrt, ne? Wie bin ich denn da am Anfang hochgekommen? Oder bin ich im Ziel? Nee. Von hier bin ich auch gekommen. Ich muss ja hoch. Geh noch mal kurz da rein. Ja, von mir. Ich dachte fast noch mal, von hier bin ich gekommen. Oder? Ja. Oh mein Gott. Das waren jetzt, keine Ahnung, ein paar Minuten umsonst, egal wie. Wir versuchen das jetzt ganz schnell hinter uns zu bringen. Ach, da lang. Och, ich Idiot. So. Da ging's lang. Das geht jetzt ganz flott. Tut mir leid, Leute. Und da mache ich keine, nicht mehr so eine Scheiße. Mit den Dingern da. Ich hätte die zwar gerne gehabt, aber wenn es nicht geht, geht's nicht. Ja, ist jetzt gar nicht so schlimm. Toll, wir sind schon wieder da. Ups. Ich habe jetzt schon gedacht, Alter. Wenn wir Stunden wieder brauchen. Ich würde das gerne aber holen eigentlich. Okay. Anscheinend sind wir wieder unten. Nee, wir sind, glaube ich, oben, oder? Ja. Wie mache ich das? Ich will da rein. Oh Mann, warum? Ich verstehe das nicht. Wie kann man sich denn bitte so reinfallen lassen? Vielleicht so? Ah, fast! Okay.
aber so ging es irgendwie. Okay, wir sind immerhin oben. Solange wir oben sind, könnt ihr nicht meckern. Ja, okay. Den haben wir. Ups. Figur freigeschaltet. Ja, wow. So, können wir jetzt irgendwie entkommen? Ich will nicht sterben, sonst muss ich, glaube ich, nochmal sammeln. Okay, jetzt sind wir wieder hier oben. Wo war noch eins? Unter mir war eins, ne? Dann versuchen wir das von der Seite. Nee. Nee. Hä, wo war denn das eine da jetzt? Das war doch unter mir, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht gerade. Das war doch da unten. Ja. Ah. Hä? Da war ja gar nichts drin. Ja, ich habe einfach nur gedacht, da wär was drin. Egal, komm, wir gehen weiter, Leute. Bevor das jetzt noch zu lange dauert. Ein bisschen ab und zu kann man sich ja mal ein bisschen umgucken, das ist ja nicht schlimm. Aber man darf es auch nicht übertreiben. So, wir gehen weiter. Vielleicht kommen wir hier irgendwann nochmal hin. Und dann holen wir uns den Rest. Ab und zu möchte ich das halt gerne machen und mich ein bisschen umgucken und versuchen ein paar Dinger zu sammeln. Da ist ein Tonband. Aufgezeichnetes Patientengespräch Nummer 2. Name des Patienten Waylon Jones alias Killer Croc. Kommt jetzt der Teil, wo Sie versuchen, mich zum Nachdenken zu bringen? Wo Sie herausfinden, warum ich es getan habe, Doc? Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, Mr. Jones. Sie denn eine Behandlung für mich, Doc? Können Sie mir helfen, wieder normal zu werden? Normal ist kein schönes Wort. Keiner ist wirklich normal, oder? Könnte sein. Wie wär's damit, Doc? Sie lassen mich gehen und ich fresse Sie nicht. Sie fressen keine Menschen. Das ist nur ein Großstadtmärchen. Glauben Sie? Denken Sie das ruhig weiter, Doc. Ja, läuft bei ihm, würde ich sagen. Ein harter Typ. So, gibt's hier noch irgendwas? Nope. Wir gehen mal weiter, bis es speichert und dann beenden wir hier den Part, würde ich sagen. Wie weit sind wir eigentlich noch entfernt? Ah, nicht mehr weit. Hier gibt's auch anscheinend gar nichts mehr. Okay, da ist noch eine Wand zum Wegsprengen und dann sind wir, glaube ich, da. So. Nice. Sogar mit Videosequenz und Pasta. Okay. Da ist ein Loch drin, ne? Ja. Wenn man dann tot? Tür öffnen. Okay. Ziel erreicht, kehre durch das Kanalisationssystem an die Oberfläche zurück oder so. Gut, wir sind doch recht gut durchgekommen. Ich habe jetzt zwei Parts aufgenommen. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit verplempert in diesem Part, weil ich halt ein bisschen ein paar Sachen sammeln wollte. Ich kann nicht reden. Verzeiht mir das. Wir machen dann im nächsten Part weiter, denn das war's für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten. Macht's gut und ciao, ciao.